Herzlich willkommen, Leute, zu Deus Ex. In der letzten Folge haben wir ja den guten Boss hier besiegt. Den haben wir platt gemacht, obwohl er sich selbst anstatt wir. Ich meine, war ja auch katastrophal. Ich kenne bessere Bossfights, sage ich auch von mir persönlich. Jedenfalls, gewonnen ist gewonnen. Naja, auch wenn das Zufall für uns war. Aber ist ja egal. Ich meine, es klappt ja irgendwo. Jedenfalls habe ich alle Lagerbestände hier gerade eingesammelt und geplündert. Ich sehe hier einen Waffenschrank, ich sehe hier so einiges. Naja. Ich hoffe mal, dass das öfter so vorkommt, weil in diesem ganzen Hektik hätte ich niemals hier alles in Ruhe schnappen können. Keine Ahnung. Muss ich auf jeden Fall gucken. Jedenfalls müssen wir jetzt erstmal weiter und dann werden wir abgeholt. Und das werden wir natürlich jetzt auch tun. Schließlich wollen wir langsam hier weg. Das reicht. Nach Hause, Urlaub machen, Bierchen trinken, sonstiges. Oder Motoröl, keine Ahnung. So, schauen wir die Waffe weg. Ja, ja. Aufzüge. Wie schön. Ja, ich glaube, noch zwei Gegner haben wir, weil das waren ja jetzt drei Personen. Ich denke mal, dass jeder von denen ein Boss ist. Den einen haben wir ja gekämpft, also müssen theoretisch noch zwei auftauchen. Bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Aber erstmal LZ. Mal gucken, was unser Chef so sagt. Ah. Supi. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, wir hatten ja in der letzten Folge die EMP-Granaten. Fällt gerade ein. Wir sind im Prinzip jetzt im Kreis gelaufen. Geil, wir sind von der anderen Seite rausgekommen. Ja, ist ja herrlich. EMP-Granaten sollten wir am besten kaufen, weil das half. Und ich denke mal, vielleicht hat der welche. So, was hast du hier nochmal? Yo, wie läuft's, Mann? Ja, ja, ja. Objekte kaufen. Gute Idee. Granaten. Ich nehme einen Granatenpack. Okay. Gute Wahl, Mann. Nö, naja, reicht das schon. EMP-Granate habe ich ja jetzt einfach mal mitgenommen. Und gehen. Ich brauche im Moment nichts. Aber danke für das Angebot. Kein Problem. Friede. Und vorsichtig natürlich sein. So. Dann mal so ein bisschen einpacken. Ist nicht schlecht. Und dann fliegen wir jetzt erstmal nach Hause. Ja, natürlich. Bereit. Ja, bringen Sie uns zurück zu Seraph Industries. Keine Sekunde zu spät, wenn Sie mich fragen. Anschnallen und festhalten. Ab nach Hause. Es reicht. Ein kleiner Urlaub wäre nicht schlecht, wenn es sich eigentlich der gute Ende verdient. Oh ja. Man kann aber nicht alles sagen. Jedenfalls habe ich, glaube ich, noch richtig in Erinnerung, in der letzten Folge wurde ja erwähnt, wir fliegen dann nach China. Mal geil, ein bisschen China zu gucken in der Zukunft. Warum nicht? Ich denke mal, sie sind auch sehr viele Technik begeistert. Gehe ich mal stark davon aus. Aber wir könnten jetzt theoretisch vielleicht noch ein paar Nebenmissionen machen, wie mit diesem einen Terroristen, den wir ja ganz am Anfang mal hatten. Was heißt Terrorist? Vielleicht ist er auch später ein guter Freund. Ich denke mal, ich werde ihm mal einen Besuch abstatten. Seine Mission müsste theoretisch noch da sein. Denke ich mal. Ja, ja, müsste definitiv da sein. Dann könnten wir eigentlich mal in Erfahrung bringen, was er möchte. Trautes Heiden. Glück allein. Schön. Jensen, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie am besten sofort in Ihr Büro. Liebend gern, Francis. Aber erst muss ich Seraph informieren. Das mag schon sein. Aber hören Sie sich an, was ich zu sagen habe. Vielleicht ändert das ja was. Pritchard out. Okay. Scheinbar was ganz Wichtiges. Mal gucken, wo ist er jetzt? In unserem Büro. Aber ich werde mal sonst die anderen Missionen deaktivieren. In meinem Büro. Pritchard mit Self-Ins bei Seraph im Penthouse melden. Okay, ich denke mal, ich werde erstmal mit Pritchard reden. Der uns wohl zu sagen hat. Ich habe eigentlich noch
einiges vor. Das heißt, ich würde gerne die Skillpunkte kaufen. Wir müssen. Ist eigentlich unser Büro jetzt. Mal schauen. Ich glaube, ein Stockwerk über uns. Glaube ich. Brauche aber erstmal Treppenhaus würde ich gerne benutzen. Ja, das ist, also dafür ist es ja auch noch da. Da. Ich möchte wie gesagt Skillpunkte kaufen und mal sehen, was man noch so zu kaufen gibt. Und natürlich das Inventar erweitern ist für mich auch sehr wichtig. So, da sind wir jetzt in unserem Büro. Mal gucken, was er zu sagen hat. Schießen wir erstmal. Ach komm. Er ist ein Fanatiker, Walt. Keiner soll uns stören. Also, schieß los. Was wollen Sie? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um das Signal, das Sie im DRB-Gebiet abgeschaltet haben. Es war fast ein Jahr lang aktiv. Soll das heißen, dass jemand von außen schon vor dem ersten Angriff Zugang zu unserem Netzwerk hatte? Ich habe schon vorher solche Versuche registriert und jedes Mal rasch unterbunden, aber wer auch immer diesen speziellen Algorithmus erstellt hat, ist gut. Sehr gut sogar. Weiß es Seraph? Genau da liegt das Problem. Das Ganze war nur möglich, weil es eine Hintertür in unser Sicherheitssystem gab, von der ich nichts wusste. Und die hat Sam das Team benutzt, um in unsere Fabrik zu kommen. Ich arbeite seit 7 Jahren hier, Jensen, und ich sehe diesen Zugangsweg zum ersten Mal. David Seraph hat ihn eingerichtet, um die Firewall zu umgehen. Er verbirgt etwas und ich finde, Sie sollten herausfinden, was. Warum ich? Weil Seraph diesen Zugang eingerichtet und große Datenmengen darüber verschoben hat, kurz nachdem Ihre Ex-Freundin vorgeschlagen hat, Sie einzustellen. Seraph mit der Sicherheitslücke konfrontieren, ja, das werden wir natürlich auch machen. Ja, ist doch gelacht. Was soll das? Ist er noch dafür verantwortlich für den ganzen Käse? Das wäre ja noch was. Mit dem quatsche ich jetzt erstmal sofort. Erstmal wird darüber gequatscht. Also ich will ja gerne herausfinden, warum, wieso, weshalb. Und sollte das jetzt zu einer nächsten Mission führen, wäre mir das jetzt egal. Verzeihung. Mr. Jensen, nicht wahr? Sir, müssen Sie nicht zu diesem Wohltätigkeitsdinner? Ich komme sofort, Isis. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen, Mr. Jensen. Bill Taggart. Gründer der Humanitätsfront. Ich weiß, wer Sie sind. Ja, das dachte ich mir. Als bester Sicherheitsmann von David Seraph haben Sie vermutlich eine dicke Akte über mich. Aber ich versichere Ihnen, Mr. Jensen, ich bin von den jüngsten Ereignissen erschüttert. Ach. Ich kann nicht gutheißen, was Sie und Ihr Unternehmen der Menschheit antun. Ich halte es für äußerst gefährlich. Aber die Ächtung von Humanoptimierungstechnologien muss auf legalem Wege erreicht werden. Ich werde es mir merken. Heute ist Ihr erster Arbeitstag seit dem Unfall vor 6 Monaten. Richtig? Sir, wir müssen gehen. Was mir passiert ist, war kein Unfall. Ah, mein Fehler. Aber es muss belastend gewesen sein, so kurz danach ein zweiter Zwischenfall. Sicher wurden dadurch einige böse Erinnerungen geweckt. Ich bleib cool, glaube ich. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber ich habe alles im Griff. Meine Erinnerungen gehen Sie nichts an. Ja, ich bleib cool. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Taggart, aber ich habe alles im Griff. Ich bin Psychologe, Mr. Jensen. Ich erkenne, wenn sich ein Mann etwas vormacht. Wunden heilen, aber die Seele ist nicht so robust. Daran sollten Sie immer denken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Ah, eine Frage. Was bezwecken Sie mit Ihrem Auftritt hier? Oh ja. Weil Sie haben Mut, hier reinzukommen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie willkommen sind? Ja, ich mach das hier. Eines würde mich interessieren, Mr. Taggart. Was bezwecken Sie mit Ihrem Auftritt heute Abend? Ich dachte, das wäre klar. Ihr Unternehmen war das Ziel eines Anschlags. Die Gewalt und das Blutvergießen müssen beendet werden. Aber ich fürchte, dazu müssen sich erst einige weise und intelligente Menschen einigen. Worüber? Über die Zukunft, Mr. Jensen.
Diese Verbesserungstechnologie ist ein Eingriff in die Evolution des Menschen. Sie definiert den Menschen völlig neu. Keine Regierung der Welt kann es sich leisten, sie nicht zu regulieren. Sie können den Fortschritt nicht aufhalten, Mr. Taggart. Wohl nicht. Aber wir dürfen auch nicht die Hände in den Schoß legen und warten, was passiert. Nicht, wenn wir die Fähigkeit, den kollektiven Willen und den Weitblick haben, etwas zu ändern. Verstehe. Danke, dass Sie mir die Augen geöffnet haben. Jederzeit. Ja. Ich weiß nicht, was ich von dem Typen halten soll, aber ist okay. Kann man hier rein? Oh ja, ein Bad. Da ist das Bad, stimmt. Ja, ja, Leibwächter, geh mal. So. Ich will jetzt erstmal mit unserem Chef reden. Wieso hat er zwei Kreuze? Moment, Moment, Moment. Hauptmission, ja, ja. Inaktiv. Oder? Na, ist egal. Boss, wir müssen reden. Stimmt was nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie einen privaten Zugang eingerichtet, der die Firewall des Unternehmens umgeht, bevor Sie mich angeheuert haben? Wie bitte? Pritchard sagt, dass jemand damit auf unsere Systeme zugreift, und zwar schon vor dem ersten Angriff. Unsere Sicherheitsmaßnahmen haben das nie unterbunden, weil wir nicht einmal wussten, dass es diese Hintertür gibt. Oh, verstehe. Aber Frank hat das in Ordnung gebracht, oder? Jetzt schon. Aber er fragt sich, warum Sie das nie erwähnt haben. Frank ist paranoid, Adam. Das wissen Sie doch. Kann ein vielbeschäftigter Mann nicht auch mal was vergessen? Sie haben extrem viele Daten durch dieses Portal geschleust, Boss. Unmittelbar bevor Sie mich an Bord geholt haben. Pritchard mag paranoid sein, aber ich gebe zu, ich frage mich auch, was das für Daten waren. Sicher. Als ehemaliger Cop müssen Sie das wohl. Aber wichtig ist nur, dass Sie das Loch gefunden und gestopft haben. Wir sind jetzt sicher. Und die Informationen aus der FEMA-Anlage bringen uns vielleicht auf die Spur dieser Kerle. Wir sollten uns auf wichtige Dinge konzentrieren. Natürlich, Sie haben recht. Und vielleicht fährt Pitches wirklich auf mich ab. Ich fand den Zeitpunkt so seltsam. Direkt bevor Sie mich angeheuert haben, könnte das nicht mehr sein als nur ein Zufall? Sie haben diese Sache hinter meinem Rücken durchgezogen, Boss. Bei allem Respekt, ich soll hier für Sicherheit sorgen, aber wie soll das gehen, wenn Sie nicht hundertprozentig ehrlich zu mir sind? Eieieiei, das will ich ja, glauben Sie mir, ich will die Karte unbedingt... Adam! Ja, lass mich doch erstmal durchlesen hier! das will ich ja mir, ich will die Kerle unbedingt fassen, genau wie Sie, aber dieser Leck ist schuld an allen unseren Sicherheitsproblemen anschließend. Dem von heute. Wenn ich die Typen aufhalten soll, muss ich wissen, auf welche Daten sie zugreifen hatten. Ja, der ist ja leicht aggressiv, soweit wir wissen. Reizbar. Was machen wir denn am besten? Ich gehe mal jetzt in dieser Richtung. Wenn er reizbar aggressiv ist, gehen wir mal vielleicht auf beschwichtigen. Mann, ey! Also, sind wir uns jetzt einig? Natürlich, Sie haben recht. Und vielleicht färbt Pritchards Paranoia wirklich auf mich ab. Ich fand nur den Zeitpunkt so seltsam, unmittelbar bevor Sie mich angeheuert haben. Könnte das nicht mehr sein als nur ein Zufall? Ich vermute, ich weiß, warum Sie das denken. Sie haben in letzter Zeit einiges durchgemacht. Sie können nicht von mir erwarten, dass ich Ihnen täglich über alle Details in diesem Unternehmen Bericht erstatte. Wir sind im Krieg und Ihr Job ist es, uns vor Feinden zu schützen, die uns vernichten wollen. Sie hätten die Hintertür finden müssen, ohne dass ich Ihnen davon erzählen muss. Frank wollte Experten von außen engagieren, aber Sie haben mich davon überzeugt, dass Sie das Zeug dazu haben. Sie haben sich doch nicht etwa geirrt? Okay, wer mir das ein bisschen erklären kann, wäre super. Bin ich so ganz im Blick mit diesem Persönlichkeitstyp und sonstiges. Ich denke, ich habe mich heute bewiesen und der einzige Grund, warum ich mir wegen der Hintertür Sorgen mache, ist das, dass jemand auf die gesendeten Daten Zugriff haben könnte. Ja, ich denke mal, ich werde mal jetzt verteidigen. Ich denke, ich habe mich heute bewiesen
Und der einzige Grund, warum ich mir wegen der Hintertür Sorgen mache, ist der, dass jemand auf die gesendeten Daten zugegriffen haben könnte. Zurückverfolgt und gestohlen von den Männern, die uns angegriffen haben. Unsere Feinde können uns damit auch jetzt noch schaden. Was? Nun, das habe ich nicht bedacht. Ich bin... Tut mir leid. Sie haben sich heute in der Tat bewiesen. Hören Sie, ich werde Ihnen nicht den gesamten Inhalt dieser Daten mitteilen. Es gibt Dinge, die ich als Präsident dieses Unternehmens nicht offenlegen kann. Nicht einmal Ihnen, Frank oder Athena. Ich betrachte alle hier als Team, aber jeder muss dabei seine Funktion erfüllen. Ich entscheide, wem was anvertraut wird. Und in diesem Fall müssen Sie Ihre Arbeit eben machen, ohne alle Fakten zu kennen. Megan sagte, Sie seien anpassungsfähig. Beweisen Sie das. Okay. Sir, ich versuche meinen Job zu machen. Den Job, für den Sie mich eingestellt haben, für den Sie mich hierher zurückbeordert haben. Aber langsam habe ich das Gefühl, Sie stellen sich dem in den Weg. Und dann ziehen Sie sich auch noch... ziehen sich auch noch Megan mit rein? Achso, ziehen Sie auch noch Megan mit rein? Ja, ich sage... Ich mach nochmal verteidigen. Bei allem Respekt, Sir. Ich versuche, meinen Job zu machen. Den Job, für den Sie mich eingestellt haben, für den Sie mich hierher zurückbeordert haben. Aber langsam habe ich das Gefühl, Sie stellen sich dem in den Weg und dann ziehen Sie auch noch Megan mit rein. Ich habe nicht versucht... Hören Sie. Ich will mich deswegen nicht streiten. Diese Daten, die Sie so nervös machen, sind lediglich Berichte über Routinefakten, wie sie täglich auf meinen Tisch kommen. Megan hat mich auf etwas aufmerksam gemacht und ich bin dem nachgegangen. Mehr nicht. Da Sie das nun wissen, würde mich interessieren, inwiefern dieser Umstand die Sicherheit von uns allen erhöht. Trauen Sie mir nicht zu, mich ab jetzt selbst um die Sache zu kümmern? Das wird ja aber jetzt langsam, ne? Aber dieses Unternehmen, die mir unbekannt waren und konnten so meine Sicherheitsmaßnahmen überwinden. Mir ist egal, welche Geheimnisse Sie und Megan damals hatten. Ich will nur sicher gehen, dass Sie uns nicht erneut gefährden. Das ist geil. Boss, vor 6 Monaten wussten Söldner Dinge über dieses Unternehmen, die mir unbekannt waren und konnten so meine Sicherheitsmaßnahmen überwinden. Mir ist egal, welche Geheimnisse Sie und Megan damals hatten. Ich will nur sicher gehen, dass Sie uns nicht erneut gefährden. Adam, ich wollte nicht andeuten... Sie haben recht. Okay, Sie haben recht. Ich sollte Ihnen diese Informationen nicht vorenthalten. Ich kann nur hoffen, dass Sie den Grund dafür verstehen. Also gut. Hören Sie. Die Wahrheit ist, ich habe einen vertraulichen Datenkanal für einen Privatdetektiv eingerichtet. Jemand, der Hintergrundüberprüfungen durchführt. Über potenzielle neue Rekruten. Wie Sie. Was? Ich musste es tun, Adam. Sie waren ein Risiko. Schon vergessen? Das SWAT hatte Sie gerade gefeuert. Megan hat Ihnen zwar vertraut, aber ich musste sicher gehen. Aber ich will nicht, dass diese Sache uns spaltet. Ich schicke Ihnen die Dateien auf Ihren Computer. Dann sehen Sie selbst, was er herausgefunden hat. Aber Adam, Sie sollten sich das gut überlegen. Warum? Was soll das heißen? Dass man die Vergangenheit manchmal besser ruhen lässt. Sobald Sie die Daten sehen... können Sie es nicht mehr ungeschehen machen. Wenn Sie bereit sind, kommen Sie wieder zurück. Wir müssen unsere nächsten Schritte besprechen. Ja, ein schöner Erfolg. Das gefällt mir. Was mir nicht so ganz gefällt, ist die Datei, die er uns jetzt wohl geschickt haben sollte, könnte, noch wird. Ich bin gespannt, was da drin steht. Und ich bin gespannt, inwiefern... es sich für Adam alles verändern wird, beziehungsweise noch Auswirkungen im Spiel haben wird. Aber das, Freunde, sehen wir alles in der nächsten Folge. Also, bleibt dran.